Herzlich willkommen in unserer Blumenwerkstatt Kubert. Mein Name ist Kubert Gernot, ich bin Ihr Floristenmeister. Bald ist sie da, die ruhige, besinnliche Jahreszeit, der Advent. Ich möchte euch heute ein paar Tipps zum Thema Adventkränze geben. Wer seinen Kranz selbst fertigen möchte, hat zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen das Binden auf den klassischen Strohreifen oder das Stecken auf eine eigene Unterlage, die Wasser speichert. Diese spezielle verrottbare Unterlage hat den Vorteil, dass sie Wasser speichert und somit stehen einem viel mehr Möglichkeiten beim Stecken offen. Man kann Beeren, Blätter und auch Blumen in diese Unterlage stecken. Das Stecken selbst ist ganz einfach. Man muss nur darauf achten, dass Reisig ohne Nadeln ist und dass es wirklich gut im Steckschwamm befestigt wird. Ein weiterer Vorteil von dieser Unterlage ist eben, dass Sie später diesen fertigen Adventkranz gießen können. Bitte unbedingt die Unterlage auf einen Teller legen und regelmäßig gießen. Somit bleiben sämtliche verwendeten Materialien wie Reisig, Blätter oder Blüten schön frisch. So, fertig ist die Unterlage und nun kommt's ans Kerzenmontieren. Bei dieser speziellen Unterlage braucht es eine eigene Technik, um die Kerzen zu montieren. Man nimmt einen etwas dickeren Steckdraht, man erwärmt ihn kurz und macht zwei kurze Füße dran. Und jetzt kommt das Wichtigste bei der Montage. Man braucht zwei längere Teile, mit denen man die Kerzen auf diesen Kranz bindet. Wie bereits bei den kurzen Teilen erwärmt man kurz den Draht und man steckt ihn wieder rein, aber versetzt zu den zwei kurzen Drähten. Mit den zwei Drähten, diesen zwei langen Drähten, geht man nun über diesen Adventkranz drüber, steckt die Kerze in den Steckschwamm und fixiert die zwei langen Drähte auf der unteren Seite. Die langen Enden abgeschnitten, zurückgesteckt und schon halten die Kerzen bombenfest. Wenn nun alle vier Kerzen gut am Adventkranz halten, geht's auf ans Dekorieren. Dabei ist Ihrer Fantasie keine Grenze gesetzt. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Spielraum. Ich möchte meinen Adventkranz hier ganz natürlich gestalten, mit Flechtenästen, getrockneten Apfelscheiben, Zapfen und weiteren Flechten. Ein sehr gutes Werkzeug, um zum Beispiel solche getrockneten Apfelscheiben zu fixieren, ist die gute Heißklebepistole. Es geht schnell und es hält bombenfest. Fertig ist der Adventkranz. Damit wünsche ich euch bei euren eigenen persönlich gestalteten Adventkranz gutes Gelingen. Solltet ihr Probleme noch dabei haben, bitte wendet euch an euren Floristen des Vertrauens.